Hallo, liebe Conny. Hallo Da Miran. sind wir wieder. Ja. Montag bis Freitag. 5 Tage sind vorbei. Neewege ist vorbei. 2022. Wie war's für dich? Es war für mich großartig, einfach großartig. Bist du von deinen Schatten weitergekommen? Hast du viel gelernt? Ja, ich habe viel gelernt, ich habe die Gemeinschaft genossen, dieses endlich mit Frauen zusammen zu sein, mit denen man über Nähen reden kann, weil ich wohne auf dem Land in der Nähe von Flensburg und da ist die Näh-Community nicht in dem Maße vertreten. Viele nähen nur für ihre Kinder oder für ihre Babys und ja. Ja, das war einfach Wahnsinn für uns gewesen, so tolle Frauen hier zu haben. Unterschiedlich, unterschiedliches Körper, Ja. unterschiedliches Fantasy-Designs. Ja. Und das war wirklich Wahnsinn, was du da mit verschiedenen Klamotten von Ecke kam und sagst, hier, fertig oder fertig. Das war Wahnsinn. Und dein Art mit dem, wie du das geklärt hast, das war richtig geil gewesen. Wie war dein Tag heute? Heute Morgen war anstrengend, weil ich schon ein ganz kleines bisschen im Kopf hatte, ich muss noch backen, wie regel ich das, aber ich will auch noch was machen. Und dann bin ich das einfachste Kleid angefangen und das ging nicht so schnell, wie ich wollte. Dann kamen so Zwischensachen, dass ich nochmal mein französisches Abnäherkleid erklären sollte und zeigen sollte, was ich zwischendurch in der Entwicklung ja auch schon immer gemacht hatte. Und ganz ehrlich, ich habe mich noch nicht einmal gesehen, dass ich noch nicht mal sagen könnte, wie das überhaupt war. Heute gab es dieses Modenshow. Wie Ja, war das? Erzähl mal es war darüber ein toll. bisschen. Es war toll. Also ich habe eine Freundin, die hat bei Germany's Next Top Model mitgemacht und durch sie habe ich auch schon mal in der Boutique ein paar Sachen vorgeführt. Und heute war das einfach, es war so die Explosion nach der ganzen Zeit, was man fertig hat und dass man jetzt das auch alles zeigen durfte. Es war toll. Das Gefühl sollte oder war bestimmt anders gewesen, weil die Klamotten waren nicht fertig, sondern habt ihr das selber fertig genäht? Das Genau, kommt nicht von der Industrie. ja, auf jeden Fall. Und jeder näht, jeder Design bestimmt war für dich ganz anders Ja, ich bedeutet habe gewesen. auch verschiedene Styles gemacht. Also einmal so privat oder ganz, ganz lässig, bequem. Dann hatte ich ja, mein größter Wunsch war ja, mein Kleid für die Hochzeit meines Sohnes zu nähen. Und das ist mir Oh, liebe Conny, gelungen. du hast viele Inspirationen rausgegeben, in diese Welt gegeben. Und dafür sind wir sehr dankbar. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Was war dein schlimmster Moment für heute? Dass ich das Teil heute nicht fertig bekomme. Ja, aber ich sage es dir was. Es gibt bald Sue-Event. Es gibt auch bald VIP. Treffen. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ja, gerne. Dass durch die Regale gehen und die Stoffe suchen wollen. Und das machen wir auf jeden Fall nochmal. Rechnung nicht so hoch. Das sagst du jedes Mal. Du hältst deine Worte nicht. Es war sehr schön mit dir, Conny. Es hat Danke. richtig viel Spaß gemacht. Danke. Ich wünsche dir schönen Abend noch und wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald. Ja, Bis auf jeden dann. Fall. Tschüss. Danke. Tschüss.